Hurra, hurra, der Weihnachtsclown ist wieder da. Hurra, hurra, am liebsten treibt der Schabernack. Manu, ärger nicht so knapp. Nee, Schmann. Weihnachtsbäckerei, Tag 3. Wir haben einen Tag Pause eingelegt. Der Manu geht's nicht ganz so gut. Darum fange ich jetzt mal an mit den Mandelecken. Was noch alles dazu kommt, steht ja eigentlich in der Überschrift oder ganz am Anfang bei der Videoauswahl dabei. Irgendwo steht es auf alle Fälle. Ich fange jetzt auf alle Fälle mal an in der kleinen, aber feinen Weihnachtsbäckereiküche mit der Vorbereitung für den Teig. Zu den Mandelecken, genau. Kaum macht man was alleine, kommt man schon wieder ganz durcheinander. Ich leg los, Attacke. So Leute, dann fangen wir hier mal wieder an. Und ich versuche mich wieder mal ziemlich genau an das Rezept zu halten. Für den Mürbeteig Mehl, Puder, Zucker und Butter mit den Händen zerreiben, damit ein krümeliger Teig entsteht. Die Eier hinzugeben und alles miteinander vermengen. Ja, dann wird er doch wieder etwas fester, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Kalte Butter. Naja, gut. Ich lege jetzt hier einfach mal los. 300 Gramm Mehl. Ach, da ist ja mein Löffel noch drin. Sehr schön. So. Exakt 300 Gramm. Dann brauchen wir erst einmal Resetten hier. 140 Gramm Puderzucker. Doch, 140 Gramm Puderzucker. Komische Menge dieses Mal. Ja. Und dann auch 140 Gramm kalte Butter. Da schneide ich mir jetzt erst einmal wieder Resetten. Einfach wieder so kleine Eckerl runter und schmeiß die ganz pauschal hier rein. Schaffe ich das jetzt heute noch 140 Gramm darunter zu schneiden? Jupp. Mit den Händen zerreiben, damit ein krümeliger Teig entsteht. Was für eine Pampe. Tja Leute, der Teig wird tatsächlich krümelig. Und jetzt will ich die letzten Augenblicke hier noch verwenden, ein bisschen was zu blöd daher zu quatschen, so ungefähr. Ich habe euch ja gesagt damals, wo ich hier in die Wohnung eingezogen bin, dass ich noch backen werde, dass ich Plätzchen mache, etc. pp. Tja, und jetzt, da ich fleißige Mitesser habe sozusagen, lohnt sich das natürlich auch für mich. Letztes Jahr war dem noch nicht ganz so gegeben und ja, dieses Jahr ist es so. Da macht man das natürlich auch erst richtig Spaß. So, jetzt noch ein bisschen kleiner reiben. Und dann haben wir wirklich einen schönen krümeligen Teig. So wie sie es geschrieben haben. Die Eier hinzugeben und miteinander vermengen. Miteinander vermengen heißt sozusagen so vorsichtig unterheben, würde ich jetzt mal behaupten. Also vermengen und nicht unterkneten. Ja, das machen wir im Anschluss. Aber jetzt schaue ich, dass ich noch die großen Brocken hier ein bisschen kleiner kriege. Und dann geht es weiter mit den Eiern.
Also ich persönlich achte jetzt darauf, dass ich hier nach Möglichkeit keine einzige trockene Teigstelle mehr sehe. Ich hoffe, dass ich das richtig mache. Und dass halt das Ei wirklich schön untergerührt ist, untergehoben. Aber irgendwie bleibt da von dem krümeligen Teig nicht viel so übrig. Naja. So Leute, ich tue das Ganze jetzt wieder in Folie einpacken und tue das dann kühl stellen. Das mache ich jetzt schnell. Jodele. Und so kriege ich das auch wesentlich leichter in den überfüllten Kühlschrank rein. Das wird jetzt für 60 Minuten kühl gestellt. Ja, und danach geht es dann weiter. Sodale, Leute, ich überspringe jetzt gerade mal einen Schritt mit dem Teig ausrollen. Das machen wir nachher gleich. Ganz einfach, weil man das nachher einfach zu lang dauern würde, das alles zusammenzumischen und abzuwiegen. Richtig gesehen, hier kommt ein Kochtopf zum Einsatz. Ich muss nämlich den Guss auch noch vorbereiten. Da kommt jetzt insgesamt 125 Gramm Butter rein. Das ist jetzt einfach, dass es nachher schneller geht. Weil dann habe ich hier nämlich die Zutaten alle schon drin und brauche mich nachher nicht abstressen. Wo ist mein Buttermesser? Hier. 56. Ha! Perfekt! 125 Gramm. Da freue ich mich, wenn ein Plan funktioniert. Und dann 50 Gramm Honig. Ah, 125, 175, gut, das reicht. Jetzt mache ich aber noch mal aus. Mach wieder an. 220 Gramm Zucker in einen kleinen Topf Butter, Honig und Zucker mischen. Gut. 220 Gramm Zucker. Ha, Gott sei Dank, das ist eine süße Angelegenheit. Also hier habe ich ja fast Panik nachher, dass es ankokelt. Leute, muss ich ganz ehrlich sein, da werde ich ganz, 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 ganz vorsichtig sein. 200. Leck mich am Ärmel, ist das viel. 213, 114, 8, 17, 18, 19, 20. Ja. Tütütüt. Und danach kommen dann noch jeweils 200 Gramm gehobelte Mandeln und 200 Gramm gehackte Mandeln. Spatzel, hier haben wir wieder dasselbe Problem mit den blanchierten Mandeln. Und nicht blanchiert. Weiß ich doch. Ja, also es könnte sein, dass die Mandelecken wieder relativ hell werden, weil wir wieder blanchierte haben. Aber mein Gott, jetzt haben wir es so eingekauft, das ist halt, Moment, das mit den blanchierten Mandeln und nicht blanchiert. Ja, ich glaube, das ist irgendwie mit der Hülle und dass es dann ein bisschen dunkler ist und heller. Und ja, das zähle ich jetzt ganz einfach auch mit in die Lernkurve mit rein, dass wir nächstes Mal besser darauf aufpassen beim Einkaufen. Aber ich glaube, das sollte ja dem Geschmack nachher keinen Abbruch tun. Gut, ich stelle jetzt mein Töpfle darüber. Da kann es jetzt warten, bis es weitergeht. Tja, und wir machen dann hier unten erstmal weiter.
Und jetzt noch mal was Witziges in diesem Rezept. Den Mürbeteig auf einer bemehlten Fläche zu einem großen Rechteck 40 x 60 cm ausrollen. Und dann im nächsten Schritt die Teigplatte auf ein Backpapier ausgelegtes Blech Standardgröße 38 x 45 legen. Wie soll das funktionieren? Einfach dann drüber hängen lassen? Naja. Gut. Und dann mit Aprikosenkonfitüre oder Marmelade bestreichen. Und wenn wir es mit einer Gabel einstechen, naja, machen wir nachher gleich. Gut, also wie gesagt, im nächsten Schritt, Zeit ist es sogar, geht es hier unten weiter mit dem Ausrollen. Und wie ich das gelöst habe mit der Größe, das zeige ich euch gleich. Ich habe mir jetzt für meine Backfläche mal Backpapier wirklich zurechtgeschnitten. Auf dem werde ich jetzt auch gleich ausrollen, damit ich gleich komplett auf dem Papier fertig habe. Und hier schreiben sie Standardgröße 38 x 45. Ausgelegten Blech 38 x 45. Wir haben hier jetzt ca. 28 x 37. Was haben die für Backöfen? Mit 45 Breite. Gibt's das? Naja, gut. Dann werden die Nusseckerl vielleicht ein bisschen breiter. Oder ich mache nur zweites Blech. Pro. Oder Mandelecken. Das wäre jetzt noch eine Überlegung wert. Ich schneide mir jetzt noch ein zweites Papier zurecht. Und dann gucke ich ja mal, ob ich das benötige oder nicht. Weil zu dick sollen sie ja nachher auch nicht werden. So, das Ganze hat jetzt 676 Gramm. Die Hälfte sind 338 Gramm. Und ich halbiere das jetzt ganz einfach. Und mache das wirklich auf zwei Backblechen. Ja, genau. Ich halbiere das jetzt schnell und dann sehen wir uns wieder. So, 338, 337 oder andersrum. Also eigentlich genau die Hälfte. Und dann fangen wir hier mal an. Und da ich ja nicht ganz blöd bin, wie gesagt, direkt auf dem Backpapier. Da brauche ich das nachher nicht mehr rumwuchten. So. Ich hoffe, dass mein Plan aufgeht, Leute. Der ist schon noch etwas weich. Ansonsten muss ich ihn wirklich noch mal in Dings reintun. In den Kühlschrank. Ja, wie man so einen Teig rechteckig ausrollt, habe ich auch keine Ahnung. Aber ich mache halt jetzt einmal zwei so schöne Teigfladen. Gut, ich könnte jetzt noch mit dem Messer zurechtcutten. Oder Moment mal. Ich nehme das Ding hier. Nee. Oder doch? Ach komm, bei mir muss der nicht genau rechteckig sein.
So. Nummer uno. Man kann ja dann beim Rausschnibbeln von den Teilen den Teig, die Ecken genau sauber rausschneiden und den Rand gleich aufessen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. So. Ja, sieht gut aus, halbwegs gleichmäßig, gefällt mir. Und dann lege ich das Ganze aufs Backblech und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt steht dran, mehrmals mit einer Gabel einstechen. Das machen wir. So. Und dann die Aprikosenschlonze drauf verteilen. Das Ganze jetzt auch mit dem zweiten. Und dann sehen wir uns wieder. So Freunde, hier das, was ich vorher vorbereitet habe. Und jetzt hoffe ich hier, dass ich hier wirklich keinen Mist baue. Ich tue erstmal auf ganz kleiner Stufe vorheizen, dass wir die Butter erstmal sauber zum Schmelzen bringen. Oje, 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 oje. Also hier drin steht im Rezept, wortwörtlich in einem kleinen Topf Butter, Honig und Zucker mischen und auf mittlerer Hitze für 5 Minuten aufkochen lassen. Die Mandeln hinzufügen und alles nochmal bei mittlerer Hitze 5 Minuten köcheln lassen. Naja, ich probiere es halt einmal. Ja, ja, Leute, kaum schaltet man die Cam wieder ab, kommt es aus dem Hintergrund. Nicht schwarz werden lassen, nicht anbrennen lassen, immer schön umrühren. Ja, ja, genau. Mei, oh mei, oh mei. Aber genau vor dieser Arbeit hier habe ich den größten Horror gehabt. Naja, jetzt schauen wir mal, ob ich es hinbringe. Man wird sehen. Aber köcheln lassen, da kriegt man doch braune Butter. Also bitte. Naja. Jetzt mache ich einfach einmal und hinterher wird das Ganze dann auf den Teigplatten verteilt und dann bei 180 Grad Umluft 160 Grad für ca. 20 Minuten backen. Naja, so langsam wird es flüssiger. Boah, ich habe es tatsächlich geschafft, das Zeug zum Aufköcheln zu bringen. So langsam wird der Zucker auch definitiv weniger hier drin. Ja, viel besser. Ich kann ja fast schon wieder ein bisschen zurückschalten.
So. Und jetzt kommen die gehackten und gehobelten Mandeln da rein. Also, wie ich es vorher gesagt habe, nimmt normale, keine blanchierten. Dann wird die ganze Geschichte am Schluss auch etwas dunkler. Ja, genau. Ich glaube, das wird eine richtig dicke Glasur. Leck mir am Ärmel, hey. Was ist denn das für eine Pampe? Ach du Schande. Naja Leute, ich spiele mich hier jetzt fertig ab mit dem Zeug und danach sehen wir uns gleich drüben, ja, am Blech wieder, wenn wir das Zeug auf unseren Teigplatten verteilen. Und in der Zwischenzeit schalte ich schon mal den Backofen an, Umluft 160 Grad, dass der schon mal vorheizen kann. Meine Fresse, ich mache Zeug. So Leute, und jetzt heißt es fix sein mit dem Zeug hier verteilen. Unten ist schon leicht karamellisiert. Ich hau jetzt hier einfach mal die Ladungen hier drauf. Oh, heiß, heiß, heiß der Topf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, was habe ich mir hier wieder eingelassen? So, ungefähr halbe, halbe. Spatzeln, mache ich das gut? Sehr schön. Machst du uns eigentlich auch noch Plätzchen? Ich? Ja. Ich wollte eigentlich mit der kleinen... Ah ja. Ihre Kekse machen. Aber der geht's ja auch nicht so rasend. Nee, wir sind alle beide ein bisschen angeschlagen. Ich bin froh, dass ich noch fit bin, dass ich das Zeug hier machen kann. Richtig. Aber mir geht's schon besser. Gut. Und Leute, ich glaube, wir belassen das bei dem heutigen, im heutigen Video bei den Mandelecken. Ja, ganz genau. Rein mit dem Zeug. Jetzt warten wir mal die Backzeit ab und schauen dann rein, wie das Ganze aussieht. Hier geht es ja dann noch weiter auf der zweiten Seite in zehnlängliche Streifen schneiden und daraus kleine Quadrate schneiden, jedes Quadrat nochmals diagonal schneiden, Schokoglasur schmelzen und in die Ecken eintauchen. Die Mandelecken auf einem Backpapier auskühlen lassen. Hä?
Die Mandelplatte für mindestens 3 Stunden auskühlen lassen, am besten über Nacht. 3-4 Stunden wird dann schon reichen. Die meinen wahrscheinlich wegen der Schokoglasur nachher nochmal auskühlen lassen. Ich glaube, das kriegen wir heute alles noch fertig. Aber dann reicht's mit dem Video. Und schon gehen die nächsten Experimente los. Wie kriege ich die Zuckerschlonze aus meinem Topf wieder raus? Ich habe jetzt ein bisschen Spülmittel Wasser rein und koche die ganze Pampe mal auf. Dann schaue, wie ich das Scheißzeug da rauskriege. Mist. bisschen aufköcheln lassen, das Ganze über einen gebrauchten Kaffeefilter abgeschüttet, dass man nachher im Spülbecken nicht die ganze Schlonze drin hat, und fast ist der Topf schon wieder sauber. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich habe meine Marzipan-Zigarre dazu bekommen. Achso, der Topf muss da drüben hin. Ja, die obere raus, die untere kann noch eine Minute. Ups. So. Und da lassen wir sie jetzt nämlich auskühlen. Aber die andere kommt jetzt auch gleich. Ach, geil. Sieht lecker aus, Leute. Sieht echt lecker aus. Tja, Leute, wie es dann weitergeht, nach dem Schnitt, für mich sind es jetzt aber all mindestens 2-3 Stunden, weil ich muss sie ja jetzt erstmal schön auskühlen lassen. So, Leute, ich probiere es jetzt einfach, die Dinger zu schneiden. Hier haben wir ja schon fast eine Ecke. So. Und dann müssen wir die Dinger immer noch einmal halbieren. Das machen wir ein bisschen kleiner. Vielleicht doch noch ein bisschen auskühlen lassen, dass es dann einfacher geht. Ich weiß es nicht. Tja, meine Lieben, da sind sie. Es sind auf alle Fälle Ecken. Wenn auch sehr individuell. Aber es sind Mandelecken. Jawohl. Ich lasse jetzt noch ein bisschen weiter auskühlen, dass er wirklich noch ein bisschen aushärten können obenrum, und dann geht es mit der Schokoglasur eintauchen irgendwie weiter. Da muss ich mich auch noch schlau machen, genau. Ja.
würde ich mal sagen, hole ich euch wieder dazu, wenn es soweit ist, dass wir Schoki schmelzen und die Dinger eintauchen. Genau. Ach so. Ich habe jetzt noch keine komplette probiert, aber so die Brösel, was so beim Schnibbeln weggefallen sind, und ich muss sagen, unfassbar lecker. Tja, was ist das jetzt hier? Einmal ein Backpapier, dass ich nachher die Nussecken da drauf schmeißen kann. Und die Schüssel mit die ich 150 Gramm Schoki-Glasur schmelzen kann. 50, 50, 50. Und das mache ich jetzt schnell. Die Schüssel stelle ich in ein Wasserbad. Also einfach in einem Topf Wasser warm machen, die Schüssel rein und die Schoki schmelzen lassen. Und dann können wir schon die Mandelecken da eintauchen. Ja, und die Ecken glasieren. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich das zeigen muss, wie ich die Schüssel in der Wasserbahn stelle und ja, zum Schmelzen bringe. Wir sehen uns hier gleich wieder. So Leute, nicht wundern, die Schüssel ist etwas größer geworden. Hat besser zum Topf dazu gepasst. Und jetzt nehme ich einfach die Ecken hier. Tue die einmal so rum eintauchen. Ja. Einmal so rum eintauchen. Und dann lege ich die auf mein Backpapier. Ich habe auch noch ein bisschen mehr Schokolade genommen. Also jetzt sind es 200 Gramm, was ich geschmolzen habe. Tja, und wenn noch was übrig bleibt, verteile ich das dann so noch einfach oben drüber. Wenn sollte man die Schokolade hier drin wieder zu fest werden, haue ich die nochmal in das Wasserbad. Der Herd ist angeblieben. Und wenn man die Schokolade nicht ausreicht, die hier drin ist, mein Gott, dann schmelzt sie noch schnell einen Weihnachtsmann ein oder irgendwas. Ja. So. Eine traurige Mitteilung, Leute. Es haben gerade zwei Schoko und Nikoläuse den Geist aufgegeben. Ja. Hilft nichts. Ja, die könnten vielleicht noch ein klein bisschen länger ins Wasserbad. Ne, das passt noch nicht ganz. Ist halt keine Konfitüre oder Kuvertüre. Ach, was weiß ich, wie das Schokoladenzeug heißt. Die habe ich gleich wieder sauber gemacht, dass die Schokolade da gar nicht eintrocknet oder wieder fest wird da drin. Noch ein bisschen warmes Wasser rein, mit Zewa ausgerubbelt. Sauber war sie wieder. Ja. Aber Leute, ich sag's euch, diese Nikolauspampe, wo ich da zusammengeschmolzen habe, nie wieder. Nur noch, wie heißt das Zeug? Kuvertüre, glaube ich. Nur noch das Originalzeugsel dafür. Damit war alles so wunderbar. Haltet euch fest, die ersten sehen richtig geil aus und dann geht's los. Und das zeige ich euch. Jo. Hängt schon wieder Schoki dran. Das zeige ich euch jetzt. Und das Probiererle gibt es dann erst, wenn das Zeug erkaltet ist und ja, genau, fest ist. Aber jetzt schauen wir mal. Ja. Die sehen doch richtig herrlich wunderbar aus, waren wunderbar zum Eintauchen, ging alles, ja doch, sehr gut. Oh, geil, 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 geil. Tja, und hier fängt es dann an mit der Nikolaus-Schokolade, mit der geschmolzenen. Ihr seht es schon, ganz, ganz komisch. Und wenn wir jetzt hier rüberfahren, die ersten... Und je länger das gedauert hat, desto komischer wurde die Schoki. Und ich war so bocknarrt, ich habe es einfach bloß noch mit einem Löffel drauf geschmiert.
Ja, jetzt haben wir mal ein paar Teile so mit richtig fett Schokolade drauf. Naja, aber ich meine mich eben daran zu erinnern, dass da was war mit dieser Schokolade. Dass das vielleicht nicht so warm werden darf, nicht so lang dauern darf, irgendwas war da. Aber egal, ich habe sie soweit fertig. Ja, auch wenn die Eulen etwas sehr komisch aussehen. An was mich die Schokolade am Schluss erinnert hat, zeige ich jetzt nicht in diesem Video. Ja, dann warten wir ab und machen nachher noch das Probiererle und vielleicht kommt Spatzel dann auch noch dazu. Dann dürft ihr auch gleich noch so eine Mandelecke probieren. Mhm. Bis gleich. Ja, und da hinten geht es nachher weiter. So, hallihallo. Ich bin aus dem Bett geweckt worden durch Geschirrklappern. Mein Spatzel hat das ganze Geschirr heute schon weggespült. Danke dir dafür. Und jetzt machen wir unser Probierle. Genau. Von den Mandelecken. Ja. Tja, ein Brösterchen. Die hören mal richtig gut, ja? Mhm. Da kann man echt nicht jammern, außer dass die Schokolade überall rumgeschmiert ist. Aber Leute, ihr wisst ja, ich bin kein Backgenie. Wie schmecken sie dir? Lecker. Gut. Dann fahren wir jetzt noch und holen uns noch ein paar Keksdosen. Müssen wir. Ja, also wir fahren jetzt shoppen. Bei uns sind die Dosen mittlerweile ausgegangen. Und später werden wir dann bestimmt Tag 4 drehen. Teil 4, Tag 4, egal. Was möchtest du im Hintergrund? Kannst du euch was sagen? Plätzchen. Plätzchen. Magst du auch eins probieren? Keine Mandelecke. Ich dachte, das wären Nussecken. Nein, das sind Mandelecken, keine ja. Nussecken. Ich kenne die aber nicht. Mhm. Gib mir so ein kleines. Eine besonders kleine für die Alina. Und? Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Tschaikowski. Tschüss.